Hallo, liebe Freunde der Familienzeit und der Freuzeit und Ahoi. Wir haben 6.23 Uhr. Warum ich schon wach bin und was ich so früh schon an Bord von der AIDA Nova mache und was wir natürlich auch sonst so heute erleben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Ja, ins Bett gegangen, so kurz vor zwei, jetzt haben wir 6.23 Uhr, hab mir extra den Wecker gestellt, weil es gibt hier ja auch Kaffee für Frühaufsteher. Eigentlich bin ich ja kein Frühaufsteher, deshalb habe ich mir ja auch einen Wecker gestellt, aber ja, was es da gibt, außer Kaffee und sonst so, das schaue ich mir jetzt mal an. Die anderen zwei liegen noch im Bett und ich gehe jetzt mal auf Tour und was ich da für ein tolles T-Shirt anhab und was es damit auf sich hat, das erkläre ich euch später. Der Filterkaffee. Der ist jetzt nicht so der Hammer, aber besser wie kein Kaffee. Nach einem kurzen Streifzug durch die Kunstgalerie und durchs Studio X suche ich mir jetzt mal einen richtigen Kaffee an irgendeiner Bar. Mal schauen, was ich finde. Ja, hier hat die Tour heute Morgen gestartet und jetzt gehe ich mal wieder ins Zimmer. Ich glaube, wir haben jetzt 7:30, also meine zwei Lieben werden wahrscheinlich schon wach sein. Oh, unser Captain hat eine kleine Pause eingelegt, weil wir stehen jetzt hier einfach nur auf dem Meer. Jetzt hier von unserer Balkonkabine, es sind doch einige Wellen. Man merkt überhaupt nichts, aber es sind einige Wellen. So, und wir spielen ja ab jetzt Freizeit, Kreuzfahrt, Bingo. Wir waren ja schon auf der Prima.
So. Kreuz 1 vom letzten Mal. Und jetzt holen wir uns dann noch das Kreuz 2 von der Nova ab. Jetzt ist Zeit fürs richtige Frühstück. Wir probieren es jetzt mal im East Restaurant, im asiatischen Restaurant. Da waren wir lustigerweise letztes Mal auch am ersten Reisetag auf der Prima damals. Oh, da ist genau einer frei. Mal überlegen, ob wir da hinsitzen. Ja? Ja, ja. Kann man sich da selber holen? Ja. Wo? Da drüben. Dahinter? Da. In der Frisur. Genau. Ein weiches Ei, Speck, ein kleines Würstchen und Melone. Super, lecker ausgesucht. Okay. Was sind die Getränke? Super. Ja, frei. Wow. Guck, da hinten siehst du, da sind die Getränke. Der schmeckt. Lauter leckere Sachen, ha? Ja, es gibt Orangensaft, Apfelsaft und Grapefruitsaft. Ich trinke heute mal Grapefruit. Dann kannst du auch trinken, so super, Milch. Ja. Okay. Du hast ja einen leckeren Teller. Ja. Und du hast auch einen leckeren Teller. Von den Melonen leere. Super. Jetzt habe ich mir eine zweite Gabe geholt. Okay. Guten Appetit. Ja, guten Appetit. So, und wir haben ja die Allnet Flip, daher habe ich mir ein Espresso bestellt und die Mama einen Latte Macchiato. Naja, nicht ganz Mama, ist ein Cappuccino, den Papa bestellt hat. Ein Cappuccino. Ja. Hier steht zwar, dass man Kaffeespezialitäten am Automat bekommt, aber hier gibt es keinen Automat, dann bringt es die Bedienung. Wo? Jetzt habe ich euch einen kurzen Schwenk vom Buffet gezeigt. Meine zwei Süßen, die futtern jetzt ordentlich. Ich hatte ja schon ein Ciabatta-Brötchen heute Morgen im Brot und Stulle. Die Mama, die guckt gerade ganz verwundert. Ja, da hat die noch geschlafen, hat sie nicht mitbekommen. Von daher habe ich gerade gar keinen Hunger. Ich trinke einfach meinen Espresso. Zum Wohl. Du hast jetzt echt das Mal geschnitten. So Mama, jetzt wirst du staunen. Jetzt kommt der asiatische Bereich, hier. Guck, da essen wir dann. Tabanyaka, Asia Grill. Da sitzen wir dann. Hier waren wir noch nie auf der Kseck. Hier waren wir noch nie auf der Kseck. Wo ist es? Hier ist dann die Sushi Bar. Und da diese heißen Box. So, da können wir jetzt auch zupfen. Ja, jetzt waren wir kurz in der Kabine. Jetzt wird es langsam hier richtig voll. Zum Glück waren wir recht früh essen. Jetzt haben wir kurz nach 9 und alle strömen zum Essen. Da haben wir Glück gehabt.
gehe jetzt mal ins Theatrium und zwar ist da Eltern-Kind-Information. Ich bin zwar nur Eltern ohne Kind, die sind gerade in der Kabine und ich schaue mir mal das Ganze an. Da geht es wahrscheinlich um den Kinder- und Kids-Club dann. Mal gucken, was sie uns da zu sagen haben. Und ich laufe Treppen, dann kann ich das Essen ein bisschen verdauen. Und ab durchs Oceans, ich spoiler schon mal ein bisschen, da haben wir heute Abend um 18 Uhr einen Tisch reserviert. Ist ein Spezialitätenrestaurant mit kleinem Buffet für Salat und Fisch weg, glaube ich. Sehen wir dann heute Abend. Hier im French Kiss kann man auch frühstücken. Ich weiß gar nicht, ob man reservieren muss. Hi. Also im French Kiss gibt es Frühstück wohl nur für Suitengäste. Ich habe jetzt eine Familie gesehen, die wollten da essen. Die waren schon an jedem Restaurant und kriegen nirgends mehr einen Platz wohl. Und sind so halt weggegangen und haben gesagt, dann frühstücken wir heute wohl gar nichts. Also am besten früh frühstücken. Heißt ja auch frühstücken und nicht spätstücken. Ja, also am besten zwischen 7 und 8 wahrscheinlich. Um 9 ist natürlich voll. Heute ist auch der erste Tag, daher schlafen wahrscheinlich alle aus. Ist ja eh Seetag. Ja, also von daher früh frühstücken. Keine Puppen. Ja, ich bin von mir. Ich bin Mein Name ist Melanie und ich bin Gastgeberin im Medienclub. Genau, und wir drei haben ganz viele Infos für euch dabei, für eure Reise und was ihr oben uns alles machen könnt. Aber bevor wir damit gleich starten, haben wir euch einen kleinen Film mitgebracht. Und da sind ganz besonders unsere kleinen Gäste gefragt. Denn ihr dürft jetzt einmal ganz genau aufpassen, denn im Film werden vier Dinge genannt, die ihr oben für unseren Kirchturm schaut. Das heißt, ihr dürft einmal eure Ohren spitzen. Ich würde sagen, wir lassen den Film abspielen und sehen uns danach wieder. Ja, das war jetzt die Information hier für die Eltern und für die Kinder, für den Mini- und Kids-Club. Die Mikrofone bzw. das gesprochene Wort hätte ein bisschen lauter sein können. Also ich habe recht wenig verstanden, ihr im Video wahrscheinlich dann auch nicht viel mehr. Ich habe die komplette Info gefilmt und die stelle ich euch gerne separat online. Verlinke ich euch dann hier. Ja, und ich gehe jetzt mal wirklich in den Kids Club und hole mal so eine Einverständniserklärung. Heute ist nichts mit Kids Club, das hätte man anmelden müssen an Seetagen, aber vielleicht dann morgen. Also Planänderungen, die stehen da ja an, da stehe ich ja eine Stunde nur für die Einverständniserklärung. Dann hole ich mir die irgendwann heute Abend oder so. Ja, es ist sehr voll. Ne? Wir sind wohl bei 91% Auslastung von 6.000 oder 5.500 und 1.600 Kinder davon. Das sind ja Ferien in NRW. Jetzt habe ich gerade hier das Telefon getestet, die 5.000 angerufen und dann einen XXL-Bademantel bestellt.
Das ging keine 3 Minuten, dann hatte ich jemand am Apparat und der Bademantel kommt in die Kabine. Wir waren ein bisschen auf der Kabine und jetzt geht's Richtung Schwimmbereich. Four Elements oder Beach Club, schauen wir mal. Ja, und das Restaurant hat offen. Wir sind aus dem Zimmer raus und da ist direkt das Marktrestaurant. Kann man auch mal machen. Da nicht. Essen da nicht, ne. Jetzt gehen wir nämlich schwimmen. Und jetzt ist die Frage aller Fragen, gehen wir rechts oder gehen wir links? Können wir auch, dann müssen wir das wieder redlich verdienen. Ja, das ist vor Elements, ja. Also links. So, ab ins Four Elements. Dankeschön. Sehr viel voll hier. Wir gehen zu den Racern. Ein ganz kleines bisschen frisch in meinem Rutschenturm. Sollte man eine Jacke mitnehmen? Und man sollte nicht beim Treppen hochlaufen filmen, sonst kriegt man auf die Nase. Boah, ist das Wasser kalt. Kreuzfahrtmuschel, muss man ja sagen, noch was trinken, aber die Schlange da vorne, die ist viel zu lang. Jetzt haben wir überlegt, wir holen uns was und gehen noch mal eine Runde ins Zimmer ausruhen und dann gibt's Mittagessen nachher. Hat dir gefallen, Mama? Ja, also anfangs sehr voll und sehr laut durch die Rallye, aber jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Aber es sind halt schon Dimensionen, die müssen einem bewusst sein. Es ist sehr viel Menschen auf engem Raum. Aber sonst gut. Super. Boah, das ging aber ab. Sima ist gemacht und mein XXL-Bademantel ist auch schon da. Doch, oben auf dem Meer, auf dem Schiff. Zwei sind schon auf der Kabine oder noch auf der Kabine vielmehr, war ja gerade auch. Und ich hole uns jetzt was zum Trinken für die Kabine. Schiff steht immer noch, wir stehen seit heute Morgen einfach nur. Ich vermute, dass der sogar einen Anker geschmissen hat. Ja, wahrscheinlich haben wir keine Strecke oder Spritsparen oder die hohen Wellen. Es sind ja auch doch ein paar Wellen unterwegs. Nicht hoch, richtig hoch, aber sind Wellen da auf jeden Fall. 204 Seemeilen fahren wir heute nur. Das ist ja nicht so sonderlich viel. Wahrscheinlich stehen wir deshalb auch.
Wenn er Getränke bezahlt, also keine Flat habt, könnt ihr natürlich so viele Getränke mit der Karte mitnehmen, wie ihr wollt. Die bezahlt er ja auch. Mit der Flat kriegt er immer 2 Getränke pro Karte. Klar, damit die Leute die Getränke nicht verteilen und so, ne? Logischerweise. Ja, jetzt, ich habe jetzt für den Junior ein Schokomilkshake und ja, jetzt geht's Richtung Zimmer. Wir haben gerade keinen Durst, aber unser Kleiner bekommt einen Schokomilkshake. Mal kurz so zwischendurch, bis es Mittagessen gibt. Wo gehen wir hin? Wohin? In welches Restaurant gehen wir jetzt? Das Lieblingsrestaurant, gell? In das Marktrestaurant. Direkt neben unserem Zimmer. Ja, können wir da gucken? Ja, können wir mal machen. Dauert noch ein bisschen. 10 Minuten. Dann geht das Eisentor auf hier. Vorhin stand garantiert auf dem Schild noch 12.30 Uhr, jetzt steht 13 Uhr da. Dann haben wir noch eine halbe Stunde Zeit. Dann gehen wir nochmal ins Zimmer, wir haben es ja nicht weit. Ja, was denn jetzt? Ja, schlüssig, da steht 12.30 Uhr, vorne steht 13 Uhr, was denn jetzt? Ja, natürlich. Der Run aufs Buffet beginnt. Ja, ein Blättertunnel. Blättertunnel. Ja, nur ein, ja, jetzt gibt es noch ein Gläschen Rotwein zum Wohl. Das ist jetzt der Tischwein. Der ist dann im Preis inklusive und wird in solchen Lederkaraffen hier geliefert. Geliefert. Geliefert, ja. Geliefert mit dem Rollwagen manchmal. Ja, wir starten mal gesund mit einem gemischten Salatteller. Und, wie gefällt es dir? Hau ruhig, Fernsehen, ich setze dich gar nicht unter Druck. Wenn man die Kamera anschaltet, wo ich gerade was in den Mund nehme, dauert es halt kurz. Genau. Das gefällt mir sehr gut. Erstens, Auswahl ist gut, es ist weniger wie letztes Mal, aber dafür sind die Sachen da und sind die Sachen warm. Ja, also manchmal ist weniger mehr. Genau. Wie es richtig schmeckt, sage ich euch nach dem Salat. Die Mitarbeiter sind hier sehr freundlich. Also wir sind sofort begrüßt worden, mit dem Kleinen ist sofort Quatsch gemacht worden und ja, genau. Sehr schön. Guten Appetit. Daumen hoch. Oh, Hauptgang 1. Rippchen. Hähnchen mit Cornflakespanade, Pommes und ein paar Nudeln. Heute gibt es herzhaften Nachtisch mit Käse. Bei mir und auch bei dir, gell? Mhm. Aber deiner sieht irgendwie schöner angerichtet aus. Ja, wer kann, der kann. Ja, nächstes Mal bestelle ich einfach einen bei dir. Das war so ein mach deinen Käse selber. Mama vertritt das Motto, nach dem Käse ist vor der Süßspeise. Also dann, ups, guten Appetit. Käse schließt dir normal den Magen, aber heute halt nicht. Bei dir hat es nicht geklappt. Nee, heute nicht. Okay, ups, vielleicht schließt es den Magen. Schaut mal, wie toll sieht das denn bitte aus? Ich weiß leider nicht, was es ist, weil es hing kein Schild dran. Aber es sieht einfach so, so lecker aus. Das ist ein Schichtdessert. Ja, klingt logisch. Aber kein Nachtschichtdessert, das muss man tagsüber essen. Sehr flach, sehr flach. So flach.
können ja quasi aus dem Restaurant ins Zimmer umfallen. Jetzt sitzen wir einfach hier hin, da können wir es sehen. Und da ist das, haben wir auch gesehen, hier Endstation für Speisen und Getränke und Geschirr. So. Oh Mama, wie hat es dir geschmeckt, bevor wir reingehen? Warte mal, lass mal die Leute durch. Kleiner Moment. Jetzt, genau. Wie hat es dir geschmeckt? So, mein Fazit zum Essen, also das Essen war richtig lecker, genau. Es war warm. Das Buffet war tatsächlich ein bisschen kleiner wie auf der Prima, muss aber dazu sagen, für mich besser, weil es waren halt einfach weniger Speisen, aber die halt dafür gut und vor allem halt warm und auch lange warm, also richtig warm auf gut Deutsch und geschmacklich einfach echt richtig lecker, genau. Was man halt einfach merkt, sind die vielen Menschen, also es ist halt schon viel Ansturm, jetzt gerade um 13 Uhr, man musste tatsächlich quasi reinrennen ins Restaurant, um einen Platz zu kriegen, aber sind dafür dann mit einem guten Essen belohnt worden. Genau. Da geht es gar nicht viel mehr. Die Frau hat eigentlich ja fast immer recht. ja, genau. Es war wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr lecker. Und wenn man gleich geht, wenn sie aufmachen, dann kriegt man auf jeden Fall auch einen schönen Platz wie wir. Und warmes Essen und volle Auswahl sozusagen. Und was mir auch aufgefallen ist, es sind sehr viele Mitarbeiter im Einsatz, die halt entsprechend hier das Buffet wieder neu bestücken. Das hat mir ja so ein bisschen auf der Prima gefehlt, aber ein bisschen wenig Mitarbeiter, aber hier sind dafür umso mehr. Ah genau, und auf der Prima waren die Mitarbeiter auch sehr freundlich und alles und zuvorkommend, aber tatsächlich muss ich sagen, jetzt hier der Eindruck war noch mal ein bisschen besser. Und was ich hier jetzt auch fand, sehr viel deutschsprachiges Personal. Genau. Ich weiß auch, warum so viel mehr Mitarbeiter hier sind wahrscheinlich. Weil es Fuego ja dauernd zu hatte. Die sind alle da dann eingesetzt wahrscheinlich. So, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen chillen auf dem Zimmer und nachher geht's weiter. Ja, ich habe jetzt gerade in der App eine Nachricht gekriegt, dass unser Tisch wohl im Teriyaki Grill, heißt das so, ja, ihr wisst, was ich meine, da wo die halt so kochen und so, wohl storniert ist. Ich hätte jetzt auch die 5000 anrufen können, ich gehe jetzt mal vor und hoffe oder guck mal, ob wir da noch was anderes organisieren können, weil das wäre schon so ein Highlight unserer Reise gewesen. Schauen wir mal, genau, was da los ist. Ja, Entwarnung, warum auch immer so storniert wurde. Wir haben es zur gleichen Zeit wieder gebucht, keine Ahnung. Also von daher dürfen wir uns doch noch aufs Grillen freuen. Genau, es wird einfach rausgeflogen, keine Ahnung. Sie wusste selber nicht warum. Genau, von daher war auch gar nichts los, konnte gerade durchlaufen und ja, dann gibt es zum Glück doch den Grill. Was mir auch in der App aufgefallen ist, ich habe da jede Menge stornierte Termine, die 14 Tage alt sind, wo wir gar nicht auf der AIDA waren. Also scheinbar ist da auch gerade irgendein Fehler oder Defekt. Keine Ahnung. Ja, aber wir freuen uns trotzdem, egal was kommt. Das Wetter zieht ja jetzt ein bisschen zu, es wird ein bisschen welliger, Mensch. Aber wir freuen uns, egal was kommt. Wir haben ja Urlaub. Ja, wir machen jetzt eine kleine Männertour, gell? Ja. Und die Mama ruht sich ein bisschen aus auf der Kabine. Ja. Und wir gucken mal, was wir alles so Schönes erleben und entdecken und finden. Genau, du hast recht, mein Schatz. So. Ist es wirklich ein Höchstin? Genau. Weg 16. Tschüss, es geht dann zu. Tschüss. Jetzt geht der FIFA-Tower nach oben. Freust du dich? Und wir uns ganz arg lieben. Ja, wir lieben uns ganz arg. Komm, sind wir da? So, ja. Super, seid ihr Hilfe? Jetzt? Setzen wir uns hin irgendwo, komm. Jetzt waren wir ja Eis essen im Frigo und jetzt gehen wir ein bisschen in den Beach Club und noch nach draußen an Deck. Na, guck mal, da steht ein Mann. Hallo. Magst du mal ein Bild machen mit dem? Ah, okay. Aha, cool. Ja?
guck, das sind die zwei Metallfiguren, schau. Die Frau und der Mann. Ja, wir gehen noch davor und dann... Komm schnell! Wir wollen doch hier lang! Komm! Oh. Oh. Super! Jetzt, oh, beide! Juhu. So! Ja, jetzt haben wir doch noch das Minigolf gefunden. Mensch, super! Cool, hä? Sieht ja toll aus, hä? Ja, wäre schwerer. Da kann man auch Sport machen. Guck, sind auch Sportgeräte. Ich mache Sport. Magst du Sport machen? Ja, wie geht das? Oh ja. Schauen wir mal. Ja, eigentlich sollte man das nicht nutzen, Schatz. Ab 16 darf man das machen erst. Jetzt sind wir ganz schön rumgekommen, wir zwei Männer. Jetzt gehen wir wieder ins Zimmer zur Mama. Ja. Und wir haben es ja gestern in dem Anreisevideo auch kurz gesagt, ihr seht immer die Schilder, dann seht ihr, wo vorne ist und wo hinten ist. Und wir müssen ja ganz nach hinten. Wir sind wieder da. Hallo, die ganze Zeit kein Kabel. Guck so. Also hat sich das Ding so eingefroren. Ich habe das so gemacht und dann dich in den Arm genommen. Hast du dich schön ausgeruht? Ja. Daumen hoch. Ich bin eigentlich voll grau. Zeit zum Essen. Wo gehen wir hin? In Ocean gehen wir heute, genau. Bei den Fischen. Genau, essen bei den Fischen. Kleine Kitty sollte dabei. Und kleine Kitty sollte dabei. Genau. Ich habe die Makare Häppchen. Mhm. Genau, Buffet-Restaurant gibt es heute nicht. Wir gehen in Spezialitätenrestaurant und fahren allein jetzt im Aufzug. Hä? Ja, da sieht man die Decke. Ja. Ja. Ja, das ist wirklich geil. Das ist auch die Ja, heute wird Bingo gespielt hier um, was haben wir jetzt, kurz vor 18 Uhr. Wir haben nicht mitgespielt, aber wenn ihr Bingo spielen wollt, gibt es dann auch hier auf der AIDA. Ja, wir waren ein bisschen zu früh dran, jetzt sind wir noch durchs Theatrium geschlendert und jetzt geht's ins Oceans. Dankeschön. Dankeschön. Viel Spaß. Fisch. Au, jetzt hat er mich in der Finger gebissen. Hallo, guten Abend.
Das ist Schrimp oder was? Was hast du für eine Frage, Mama? Was meint ihr dazu? Schneidet man das jetzt oder steckt man sich dieses Seilchen ganz in den Mund? Ganz das in ist den hier Mund. Die Frage. Stimmt gern mal ab, schreibt es mal in die Kommentare. Wow. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Vorspeise, Gambas in Kokosschale. Da gibt es schon Chicken Nugget mit Pommes und bei der Mama. Genau, danke. Lachs-Tatar mit Vollkornbrot und Honig-Senf-Dip. Ich weiß gar nicht, entweder ich filme die Mama oder das leckere Essen. Oder das leckere beides. Essen jetzt erstmal. Machst du das Spanisch? Ja. Wow, der Hammer. Der Hammer, Hammer, Hammer. Also ich durfte auch schon probieren, der Meeresdickschaum ist der Hammer. Ist wirklich sehr lecker. Und wie ist es für dich? Auch. Super. Dankeschön. Wow. 2 Kilogramm. 2 Kilogramm Oktopus hat er gesagt. Vor dem Kochen. Oh, lecker, lecker, lecker. Und bei dir, Mama? Oh mein Gott. Guckt euch bitte mal das an. Ein Lachsfilet auf Spinat mit Kartoffelpüree. Ohne Worte. Ich will essen. So, Elias, darf ich mal ganz kurz? Was meinst du, Mama? Der absolute Wahnsinn. Lass es echt schmecken. Schmeckt besser wie von mir, von meinem Grill in Korsika, muss ich leider sagen, aber der Hammer. Oh, ich habe fertig. Also das Essen war der Hammer, nur dieses Risotto war jetzt nicht so ganz meins, aber der Oktopus war der Hammer. Und die Mama, die ist noch am Genießen, gell? Mhm. Wolke 7 bei den Fischen. Ohne Worte. Blub, blub. Zeit für Nachtisch, Creme Brûlée. Hier gibt's Himbeereis, gell? Nee, Erdbeereis. Mach mal deinen Arm weg. Hoppala. Erdbeereis. Und bei der Mami gibt es Mousse au Chocolat in einer Schoko-Auster mit Grappa-Rosinen. Genau hier. Also, die sind so vereinzelt zu erkennen. Oh mein Gott. Geknackt. Mhm. Also ich weiß wirklich nicht, was das sagen soll. Sag, gut hast du die Reise gebucht, mein lieber Ehemann. Da muss er lachen. Guten Appetit. Danke dir auch, mein guter Ehemann. Sehr lecker. Also, Mission, Essen bei den Fischen, erfolgreich. Also, Hammer, Hammer, Hammer gut. Also, wenn ihr hier auf der Nova seid, geht unbedingt ins Oceans. Für uns ein absolutes Highlight und wir werden auf alle Fälle dann nach unserer Reise, ganz zum Schluss dann auch nach den Vlogs zu Hause, nochmal alle Restaurants raten und nochmal ein ausführliches Feedback abgeben zu. Es war einfach echt phänomenal.
Und Zauberei. Ich habe mich jetzt von der AIDA mal kurz in mein Büro hier gezaubert, weil ich hatte so Sehnsucht nach meinem Büro. Nee, Spaß ohne. Ja, ich bin jetzt hier gerade in der Videonachbearbeitung und da ist mir doch tatsächlich aufgefallen, dass ich vom heutigen Tag keinen Abschluss gedreht habe. Ja, Mensch. Ja, ich weiß auch, woran das liegt, ne? Wir sind nämlich nach dem Essen direkt ins Zimmer gegangen und ja, wir knuddeln dann immer ins Bett oder aufs Bett und da sind mir dann die Äuglein zugefallen und dann war ich weg und ja, im Land der Träume. Ja, nach so einer kurzen Nacht wie nach Tag 1, ne, und so einem actionreichen Seetag ist da wohl die Müdigkeit dem Partytrieb zuvor gekommen. Daher war ich auch gar nicht mehr on Tour an diesem Tag und mache jetzt hier meinen Abschluss einfach aus dem Büro. Und hier im Büro am Computer, irgendwann zeige ich euch das vielleicht auch mal, findet dann die Nachbearbeitung statt. Da sitze ich dann gut und gerne mehrere Stunden für so einen Tagesvlog. Ich habe noch nie gestoppt, aber ich tippe mal auf 7, 8, 9, 10 Stunden aufwärts, weil ich mir da immer ganz viel Mühe gebe für euch und umso besser, wenn das Ganze dann gut ankommt und ja, ich oder wir da auch immer wieder so tolles Feedback bekommen von euch. Aber auch nicht tolles Feedback ist gut, weil so können wir uns natürlich weiterentwickeln. Ja Mensch, ich schweife komplett ab jetzt hier. Also ja, daher gibt es jetzt heute hier aus dem Büro den Abschluss und ich hoffe, ihr habt auch die ganzen Buchstaben gesehen, die im Video verteilt waren. Zwei Stück waren es bis jetzt und der dritte blende ich euch jetzt ein. Weil wenn ihr alle Buchstaben sammelt, im Video sind immer wieder, in dem Tagesvlog wie heute, drei Buchstaben verteilt. Dann könnt ihr nämlich das Gewinn- und Lösungswort zusammensetzen und dann gibt es was zu gewinnen. Und was es da genau zu gewinnen gibt, das sag und zeige ich euch jetzt. Ja, weil wie ihr gesehen habt, wir haben ja so tolle T-Shirts angehabt heute und es ist nur ein T-Shirt im Repertoire. Wir haben uns da ein bisschen was anfertigen lassen und da die T-Shirts so gut angekommen sind auf der AIDA Nova Tour und wir wirklich angesprochen wurden von Leuten, wo es denn die tollen T-Shirts gibt, haben wir das Ganze jetzt auch als Merchandise-Shop für euch erstellt. Das Ganze ist jetzt noch in der letzten Einrichtung. Hoffentlich wird es planmäßig Anfang Dezember dann online gehen, das Ganze. Ich zeige euch jetzt schon mal eine kleine Auswahl von dem Merch, den ihr dann da bekommt. Das Ganze gibt es fast zum Selbstkostenpreis. Ne? Wir tun das Ganze über Spreadshirt. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Entsprechend kreieren und dort dann auch verkaufen über einen Untershop. Und ja, wir haben das wirklich ganz minimal, den Preis nur erhöht, damit ihr das Ganze möglichst günstig bekommt. Und ja, da könnt ihr dann aus dem Shop was gewinnen. Und zwar gibt es drei Preise. Der erste Preis, der kriegt 50 Euro Einkaufswert in unserem Online-Shop. Der zweite bekommt 30 Euro und der dritte, der kriegt dann 20 Euro Einkaufswert in unserem Online-Shop. Und ja, da drücke ich euch und jedem jetzt die Daumen, dass er alle Buchstaben findet. Ansonsten schaut er einfach mehrfach vorbei. Und ja, dann könnt ihr zukünftig mit unserem Freizeit-Merch eure Kreuzfahrt, euren Freizeitparkaufenthalt oder einfach eurer Freizeit verbringen. Und das Gewinn- und Lösungswort, das habt ihr dann natürlich zusammen, wenn alle Vlogs vorüber sind und
wenn entsprechend ja ihr halt alle Buchstaben gesammelt habt. Ich mache dann nochmal ein genaues Video, beziehungsweise im Q&A am Schluss erkläre ich nochmal, wie das Ganze funktioniert. Wichtig ist natürlich, dass er das Lösungswort nicht in die Kommentare schreibt, weil sonst gibt es ja noch mehr Leute, die das Lösungswort kennen, ne? Ihr versteht, was ich meine, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit noch geringer, dass ihr gewinnt. Schreibt das ganze Lösungswort, wenn es denn dann gesammelt ist, einfach per E-Mail an uns oder in Instagram, Facebook, weiß ich nicht, ob das bis dahin geht. Die haben wir gerade den kompletten Kanal gesperrt, also nicht das Freizeitpark-Profil per se, sondern mich als Person. Bin ich mal gespannt, ob da irgendeine Klärung kommt, ob da mein komplettes Konto wieder aktiv wird oder nicht. Keine Ahnung. Also von daher auf alle Fälle per Instagram oder halt eben per E-Mail. Wie gesagt, im letzten Video, wo dann auch das Q&A einen Platz findet. Also stellt uns gerne eure Fragen, die ihr habt zur Reise. Dort kriegt ihr sie beantwortet. Und in diesem Video erkläre ich euch das dann auch nochmal, wie das mit dem Gewinnspiel funktioniert. Und ja, jetzt noch das Feedback zum ersten Seetag. Also wie ihr seht, haben wir echt viel erlebt. Es war echt toll, auch das Schwimmbad zu erkunden. Auch wenn so viel los war, hat es mega Spaß gemacht. Und ja, das Oceans, das war das absolute Highlight des Tages. Und ich spoiler jetzt mal, eigentlich fast auch sogar schon von der Reise. Das war einfach so, so lecker. Ja, und viel mehr gibt es jetzt eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen am Schluss dieses Videos, außer vielen Dank, dass ihr unsere Videos schaut und ja, das erste Video jetzt auch nach knapp einer Woche schon fast 3000 Mal gestreamt wurde. Das ist phänomenal. Und ja, wir freuen uns, wenn euch auch dieses Video gefallen hat, dann lasst da gerne einen Daumen nach oben da und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert da gerne den Kanal. Könnt dann auch die Glocke klicken, dann verpasst ihr garantiert auch keine Freizeit mehr von uns. Und ja, jetzt hier aus dem Büro, im nächsten Vlog, dann wieder auf der AIDA. Wie immer, ihr wisst Bescheid, die nächste Freizeit kommt bestimmt. Bis dahin, euer Simon.